Wir haben viele Probleme in Deutschland, gerade auch im Ausland, Auslandseinsätze. Die Bundeswehr, ne, schwächelt allgemein. Und abgesehen davon scheint jetzt noch etwas anderes präsent zu werden. Wir sind praktisch wieder in den Zeiten vor der Wende angekommen. Das Space Race hat wieder begonnen, so scheint mir. Und zwar weiß das vielleicht der ein oder andere noch nicht, aber die Bundeswehr hat seit neuestem ein Weltraumkommando. Weltraum, das Weltraumkommando der Bundeswehr. Leute! Im Einklang mit nationalen und internationalen Partnern stellt die Bundeswehr einen freien Zugang zum Weltraum, eine uneingeschränkte Nutzung des Weltraums und die Warnung und den Schutz der deutschen Bevölkerung vor Weltraumereignissen sicher. Ich veräpple euch nicht. Also, wenn die Bundeswehr alles so sicherstellt, wie beispielsweise die Funktionsfähigkeit ihrer technischen Geräte, dann vertraue ich jetzt eher weniger. Ich lese, das wurde übrigens ins Leben gerufen von Kramp-Karrenbauer. Nicht Kramp-Karrenbauer, von Strazi, glaube ich, oder? Ich glaube, Strazi hätte bei der Bundeswehr was zu schnabeln? Ich weiß es nicht. Okay. Das Weltraumkommando der Bundeswehr, das bereits seit 2009 bestehende Weltraumlagezentrum, WRLAGERS, das geht gut von der Zunge, die Abkürzung, kümmert sich primär um Risiken aus der Weltraumnutzung, zum Beispiel eine Alien-Invasion oder so, denen keine schädige Absicht eines Akteurs zugrunde liegt. Okay. Dann vielleicht doch keine Alien-Invasion. Allerdings besteht zunehmend der Bedarf, sich um den Weltraum als militärischen Operationsraum zu kümmern. Das sind die Prioritäten. Das Ringen um das Bereitstellen und Verwehren von Einsatzunterstützung aus dem Weltraum ist weltweit auf den militärischen Planungstischen angekommen. Auch bei uns in Deutschland. Um zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden, wurde als nächster logischer Schritt das Bundeswehr gemeinsame Wirkedumpf als zentrale Dienststelle aufgestellt. Ziel soll es sein, strukturell alle militärischen Belange mit Bezug zum Weltraum sowohl im Frieden als auch bei der Landes- und Bündnisverteidigung aus einer Hand zu koordinieren. Das ist gut. Gut, dass die Prioritäten dort liegen. Und warum spreche ich das an? Ja, es wirkt ja jetzt erstmal ein bisschen skurril. Jemand hat schon im Chat geschrieben, warum ist das witzig? Das ist absolut nicht witzig. Das ist wichtig, dass wir auch als Deutschland wissen, dass auch der Weltraum ein Raum ist, der militärisch relevant ist, ja. Und dafür haben wir auch das Geld übrig, das ist klar. An dieser Stelle brisant ist die Zeremonie für die Eröffnung dieses der Liegenschaft, wo dieses Zentrum für diese Weltraumverteidigungseinrichtung im Endeffekt sein soll. Diese Eröffnungszeremonie habe ich auf YouTube gefunden und Leute. Also ihr erinnert euch ja noch an Frau Biefank, ne, mit ihrem Einhornpanzer und so. Da haben wir ja schon ein bisschen über die Bundeswehr gelacht. Na, haben gesagt, man kann die nicht mehr ernst nehmen, hier der Einhornpanzer. Da kann man uns unterstellen, vielleicht sind wir zu borniert, ja, vielleicht sind wir da zu streng. Dann frage ich euch, wie rezipiert ihr das hier? Ich habe einen kleinen Zusammenschnitt davon gemacht. Wir können gerne zwischendurch pausieren, wenn wir nicht mehr können. Nein. Zack. Herr General, ich melde Ihnen zur Indienststellung die Appellformation Weltraumkommando der Bundeswehr. Dankeschön. Guten Tag, meine Damen und Herren. Da kommt Darth Vader. Darth Vader mit seinen, also ist auch schön zu sehen, dass unsere Bundesregierung auf der Seite des Imperiums ist. Finde ich gut. Mit dem Regulator oder Imperator oder wie er auch immer heißt. Alter. Also, Mr. X, du weißt, wer gemeint ist. Du schickst mir öfter was. Ich hätte so gerne deinen Kommentar. Wenn du gerade zuschaust, schick mir den. Ich lese den live vor. Ich sage auch nicht, wer du bist, aber du weißt, wer gemeint ist. Es ist ja so gut. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll, Leute. Ich weiß. Guten Tag, Herr General! Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Schönen, sonnigen Frühlingstag. Vor allem auch der.
Ich weiß nicht, welches Amt der im Imperium ausübt, der jetzt in diesem roten Ding. Ne, aber die Sturmtruppler, ja. Darth Vader, sie steht, und ja. Hier so ein TIE Fighter Pilot wahrscheinlich auch noch. April 2023. Der rote Ritter triumphiert immer. Ich weiß es nicht. Meine Damen und Herren. Tja, meine Damen und Herren. Sie können sich sicherlich vorstellen, wie stolz wir, die Angehörigen des Weltraumkommandos der Bundeswehr sind, Sie heute in diesem wunderschönen Neubau auch als Nutzer begrüßen zu können. Also, hat man das gemacht, damit die Leute wirklich checken, es geht um den Weltraum? Beim Weltraumkommando, dass man da dann so eine Referenz herstellt, so zu Star Wars? Es gibt ja sowas wie Humor, und das ist auch für mich kein Fremdwort, wenn ihr mich kennt, aber das ist ja die Bundeswehr. Das ist ja irgendwas mit Autorität und Ehre, und das möchte man irgendwie ernst nehmen, und dann marschiert da die Games Convention Star Wars Cosplay Truppe auf oder so? Ich frage mich auch, ob die Disney gefragt haben, dürfen wir das? Und was kostet das? Unser Gebäude bekommt einen Namen, und zwar den Namen der Antwort auf alle Fragen im Universum. Den Witz bringt er jetzt auch noch. Was ist die Antwort auf alle Fragen, Freunde? Er wird es euch sagen. Und dieser Name lautet bekanntermaßen nach langem Nachdenken 42. Deswegen haben wir das Gebäude so genannt, Leute. Also die Meme-Culture, ne? Die ist halt hart angekommen in der Bundeswehr. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Normalerweise wird beim militärischen Appell die Nationalhymne als letztes Stück gespielt. Aber unsere Veranstaltung geht danach noch ein wenig weiter. Nach der Segnung durch unsere Geistlichkeit wird das Musikchor der Bundeswehr uns ein ganz besonderes Geschenk bereiten, nämlich eine Welturaufführung. Es wird nämlich den für uns ganz frisch komponierten Truppenmarsch des Weltraumkommandos. Der für uns komponierte Truppenmarsch des Weltraumkommandos, der kommt gleich auch noch, Leute. Okay, also deutsche Nationalhymne. Mhm. Normalerweise, wenn man sich an die Statuten hält, ist da halt Schluss. Ne, das ist das Letzte, was gespielt wird, und dann bricht man halt heute mal mit. Nationalhymne, komm. Gott erhebe sein Angesicht über... Jetzt kommt halt, also das ist so ein skurriles Bild. Jetzt, also, wir haben die Bundeswehr, wir haben Star Wars, und jetzt haben wir halt auch noch die evangelische Kirche mit im Bild. Also da ist eigentlich alles, also, euch alles gesagt. Und schenke euch Frieden. Die Kirche ist auch auf der Seite des Imperiums, wollte ich noch mal sagen. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Bild! Mit diesem, was ist das? Wie nennt man die? Imperiale Wächter oder so? Vom Imperator oder so? Also, es ist so ein skurriles Bild, Leute. Und jetzt kommt die jetzt Hymne. Kommt. Der neue Truppenmarsch, frisch komponiert für unser Weltraumkommando. Das wird uns international und intergalaktischen Respekt einheimsen. Diese Hymne. 9, 8, 7, 6. Versteht ihr Roboterstimme? Ne? Es geht um den Weltraum und so. Okay. 5, 4, 3, 2, Wir sind das Weltraumkommando, nimmt uns ernst, wir sind Deutschland. Oh mein Gott. Ja, das ist Orion.
Ich dachte, ich gönn's euch ein bisschen. Ich lass mal laufen. Willst du was sagen, Fuli? Ja, ich will, ich habe einen Gesamtkommentar, aber lass erst mal laufen. Okay, okay. General Traut, ich übergebe Ihnen gerne feierlich diesen Schlüssel für Ihr neues Dienstgebäude. Ich wünsche Ihnen ganz gutes Gelingen. Dankeschön. Hier ist das Ding. Hier ist das Ding! Okay. Lief doch alle mit der Maschinenpistole rum oder Maschinengewehr. Ich hab's nicht genau gesehen, was jetzt auch nicht unbedingt passend ist. Ja, hier, ne? Ja. Ah, nee, oder ist das eine Kamera? Nee, so ein Gewehr, mit oder? Mit dem Lederschulterhalfter, der hat irgendeine MP. Ich kenne mich mit Waffen nicht wirklich aus. Also, aber es ist nicht die Weltraumwaffe. Also, Leute. Es ist witzig. Fully, sag was. Sag also, einfach was. Gut, dass die Humor haben wie Klein-Fritzchen-Bücher, das muss ich jetzt nicht kommentieren. Aber was um Gottes Willen will hier die Kirche? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit für fremdes Leben im Weltraum ist eins. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil Gesetz der großen Zahlen. Und es gibt genügend Versuche, wie du mit, ich glaube, es ist Aminosäure, Silikon und irgendwas und sehr, sehr, sehr viel Strom dann auch frühe Einweisbausteine zustande bringst. Also das Leben ist jetzt nicht so zufällig, wie es scheint. Aber die Kirche, ich meine, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Aber wer sagt denn, dass die Aliens, die es geben wird, aber wir werden sie nie sehen. Aber wer sagt denn, dass diese aussehen wie wir? Vielleicht sind Schlangen oder Oktopoden. Oder vierdimensionale Wesen, die wir gar nicht erfassen können. Ja. Alles und möglich. Wie sieht denn dann das Symbol der Kirche aus bei den Oktopoden? Schon allein die Kreuzigung wird da ein bisschen schwieriger. Oder bei Schlangen. Gut, Schlange ist gleich gekreuzigt, aber Oktopoden? Was haben die denn dann um den Hals statt des Kreuzes? Das weiß ich nicht. Passt irgendwie alles nicht zusammen. Ja, Alter, also vor allem, also, ich finde dieses Bild auch so schön. Irgendwie so, wir haben, also, ich habe das schon angeschnitten, ne, die Kirche mit Greta ist Jesus und so. Dann waren für die evangelische Kirche irgendwie auch die Flüchtlinge auf dem Meer, die zu uns kommen, Jesus. Also, irgendwie ist alles Jesus. Und dieses Bild zeigt einfach so schön hier, wir sind auf der Seite des Imperiums. Alles ist in Ordnung, ja? Wir schwimmen mit dem Strom. Und, also man kann also, ich kann dem Humor ja etwas abgewinnen, aber das hat doch nichts in der Bundeswehr verloren. Das soll doch eigentlich eine Institution sein, die eine, die Wehrhaftigkeit eines Landes symbolisiert. Ehre und Disziplin. Und da ist sowas einfach fehl am Platz, Leute. Ich konnte sie vorher schon nicht ernst nehmen, Mann. Und das mit dem Weltraumkommando und so in allen Ehren in Ordnung. Ja, aber das, Bruder. Zumal, wenn du heute einen Astronauten brauchst, dann nimmst du einen Physiker. Ja, wahrscheinlich, ne? Mhm. Ne? Ja, weil die müssen ja experimentieren. Es geht jetzt nicht darum, den Weltraum zu erobern. Da ist ja keine militärische Handlung geplant. Mhm.